Wow, wow! Ja! Wir sehen uns! Warum sollte Chaos einen ganzen Lastwagen in Alufolie einwickeln? Darum geht's auch nicht. Zerbrecht ihr euch echt den Kopf wegen ein bisschen Alufolie? Wer zum Henker ist das? Das stimmt mit dem italienischen Restaurant. Es gehört zu einem neuen Verbrechersyndikat. Wer zum Henker ist das? Ich habe keine Ahnung. Sie ist nicht registriert. Entschuldigung, bist du auf Kunstagram? Es gibt einen neuen Player in der Stadt, der alle Gangsterfamilien vereint. Okay, cool, danke, tschüss. Du meinst so eine Art Oberboss? Leute, haltet bloß die Klappe. Wir spielen nicht mit ihr. Sieh dir mal Lagerhalle 56D an. Und hier, nimm das. Ruf mich, falls nötig. Ich glaube, du wirst über Hilfe froh sein. Anscheinend hält sich inzwischen jeder dahergelaufene Spast für einen Superheld. Jetzt lasst uns einfach Scrambles finden, okay? Der Weg ist versperrt und wir haben keinen Kompressor. Sackgasse. Eine Superkraft, die nur mit einem Kompressor funktioniert, ist voll schwul. Das hier ist nicht Zelda. Fick dich, Kuhn. Hier, nimm das. Ich sehe hier sonst keinen, der Lava bewegen kann, Kuhn. Gut geschoben, Wunderarsch. Wir können weitermachen. Gute Arbeit. Clever gelöst. Habt ihr Scrambles gesehen? Oh, scheiße, Lava. Jetzt hör mal mit dem Scheiß auf, Chaos. Nicht Professor Chaos. Sein Schurkenkomplize. General Disaster. Vorsicht, rote Haare. Wisst ihr, was Professor Chaos für diese Stadt plant? Hey, du und Butters übertreibt ein bisschen. Ja, ihr braucht meine Abreibung. Das wird nicht so einfach, wie du denkst. Hande, pass auf! Lakai, Vamanos! Ihr habt keine Wahl, Kuhn-Freunde. Der Boden ist Lava. Gleich jedenfalls. Verneig dich vor dem... Erledige den General! Oh, lass dich nicht so vermöbeln. Na, wie wär's mit einer Runde Chaos-Kite, Junge? Das hat man von zweitklassigen Lakaien. Vamanos, Lakaien! Mein Werkzeug ist bereit. Holzschlitzer! Wofür zahle ich euch denn das ganze Geld? Kleiner Gring! Wo ist... verkackt! Achtung! Alles Gute kommt von oben! Keine Sorge, ich kümmere mich drum! Geschieht euch recht, ihr habt uns nie für voll genommen. Da kommt's.
hauen wir rein! Das packst du, Wunderarsch! Ich hab ein gutes Gefühl bei der Sache. Das könnte brennen. Los, Lakaien, das könnt ihr besser! Erledige den Generals! Ha! Hast du das gesehen, Meister? Lauf heim zu Mama, du Schwachmat! Mikroaggression! Schlag ihn! Lust auf eine Runde, Chaos! Hi! Wenn du dich mit dem Kuhn anlegst, dann auch mit seinen Freunden. Ja, ja, wenn wir dazu kommen. Ein Lakai weniger, nur noch 843 übrig. Gerechtigkeit kommt ohne Anleitung. Wie dumm muss dein Dad sein, um dir seine Werkzeuge zu leihen? Wenigstens habe ich einen Dad. Ich muss sagen, da brennt ein bisschen Zorn in mir. Der lasert mal. Die Welt wird ein Chaos sein und Lava soll die Erde bedecken. Reiß dich zusammen. Scheiß auf die Lakaien, mach den General fertig. Zeit! Schluss jetzt! Überall Blut! Du bist dran, Neuer! Ja. Oh, das ist mal echt arschkalt! Ran an den Speck! Nichts zu danken! Den Zorn von Humankite! Toolshed kann bei Bedarf gern noch eine Runde lasern. Schick die fiesen Todesmaschinen in die Schlacht, die Wächerlakaien! Estamos colocados en el modo. Los, Wächerlakaien, vámonos! Streng dich mal an, Alter. Erledige den General! Ei! Erzähl einfach, du hast dich beim Manscaping geschnitten. Gegen Chaos bist du machtlos! So viel Blut habe ich? Hau sie weg, Neuer! Und wieder da. Bringen wir es zu Ende. Hier, nimm. Bereit machen für fieses Blinzeln. Stets bereit, hier kommt Kite. Danke, Kumpel. Dein Zug gehört jetzt Kuhn and Friends. Im Namen von Chaos wirst du vernichtet. Da kommt's. Auf den Rotschopf, er hat ohne Ende Lakaien. Rutsch nicht auf deinen Eingeweiden aus. Wäre schade, wenn du hinfällst und der Wind... Erhebt euch, Lakaien, und gehorcht eure Meister! Du kriegst das hin! Haya! Wunderarsch, schaut alles raus! Wer ist denn dran? Oh, der Schrauber! Haya! Die gehören meinem Dad, ich brauch sie also zurück. Thank you.
Danke dir. Vorsicht! Ich schlag das Kind, sieh! Scheiß auf die Lakaien, mach den General fertig! Hier kommt der Kron! Diese Lakaien haben offensichtlich keine Chance auf den Sieg! Ich glaube, das war's. Na, hoffentlich. Wir sollten... Moment. Super Craig. Oh mein Gott, Super Craig. Super Craig, halt durch. Scheiße, ohne Kompressor kriege ich die Lava nicht weg. Halt durch. Wir finden was, wo wir Toolsheds Sandblaster anschließen können. Wir wissen doch beide, dass ich so gut wie tot bin. Nein, Super Craig. Wir werden dich retten. Mach was, Toolshed. Ohne Kompressor ist mein Sandblaster nutzlos. Dann holt den vom Eingang. Die Tore sind verrammelt. Schon vergessen? Schaut okay, Leute. Wir alle wussten, als wir Kuhn-Freunde wurden, dass es mal so enden kann. Ruhig bleiben, Super Craig, wir holen dich da raus. Sorry, Kuhn, aber für mich ist die Sache wohl gelaufen. Nein, Super Craig, nein! Mein Leben zieht an mir vorbei. Dinge, die ich bereue. Leute, zu denen ich nicht sehr nett war. Holt endlich einen Scheiß-Kompressor! Was machst du da? Bist du irre? Ist dir klar, was für eine Furzkraft man dafür bräuchte? Scheiße, das macht sein Arschloch? Was ist passiert? Der Neue hat mit dem Schlauch im Arsch die Lava weggefurzt. Oh. Schnappt euch Chaos, ich versuche Super Craig zu stabilisieren. Gerne. Was zur Hölle war das, du Arschloch? Das war eine Injektion ins Herz. Ich musste dich stabilisieren. Hast du komplett den Arsch offen? Du hättest mich umbringen können. Wo kriegt man sowas überhaupt? Im Netz. Super Craig, du hast viel abgekriegt. Geht ihr, ich stabilisiere ihn weiter. Hey, das war echt cool. Jetzt können wir die Lava entfernen, wann wir wollen. Wir sind ein klasse Team voll Arsch. Komm mit mir, Wunde Arsch. General Disaster? Bist du da? General Disaster? Sie sind alle verbrannt, oder? Scheiße! Okay, Wunderarsch, wir müssen auf den Wasserturm, um ein bisschen Furz-Kur-Action zu machen. Vergesst es, Ordnungsfanatiker! Hier ist Chaoszone! Und stell den da mal ruhig, der ist super nervig. Hey, was ist da unten los? Ihr werdet für alle Schäden haben! Oh, Scheiße! Okay, das bringt uns etwas näher. Mach weiter! Ich bin zwar der Schlauere, aber dir fällt sicher auch was ein. Wir müssen einen Weg darauf finden und mit wir meine ich dich. Toolshed ist da. Arschgeiler Arsch. Okay, wir sind startklar, also rauf da.
Schnucki. Kannst du irgendwas gegen die Lava ausrichten? Toolshed hat, was du brauchst. Nice! Okay, dann mal weiter, Vollarsch. Lava wird fließen, Chaos wird herrschen! Chaos bestraft seine Feinde! Was, Niños, verdad? Los, Mundarsch! Die sind im Arsch! Pandemonium! Einmal aussetzen, bitte. Hi. Das solltest du abbinden. Beuge dich, Chaos, oder zahle den Preis. Doppelschraube! Wird wohl Zeit für eine Tetanusspritze. Déjame jugar. Käfer sagt Schlag, ich schlag. Kinder, jetzt hauen? Hey, hey, hey. Oh, trabajo ist Trabajo. Zu viel Sangre! Nur Wahnsinn und Chaos erwarten dich! Entropie! Nicht verbrannt! Ich bin drin! Okay! Pew, pew. Sind deine Laser auf Auftauen gestellt? Gib mal mehr Gas, Jumenkeit! Alter, kümmere dich um deinen Scheiß! Du haust dir echt voll auf die Kacke! YOLO! Alter, ich glaube, du hast eine Arterie erwischt. Das hoffe ich doch. Zurück! Ha! Ja, machen wir sie platt! Auf ins Gefecht! Seht mich an, Leute, ich bin heiß! Echt drachenmäßig gute Aktion, Kai. Danke, Kumpel. Oh Mann, nehmt euch halt ein Zimmer. Los geht's, Neuer! Wow, ich bin fast beeindruckt. Chaos ist unausweichlich! Ich werde dich auseinandernehmen. Jetzt wirst du zerfetzt. Von der Gerechtigkeit durchgenudelt. Ungültiges Chaos! Hier für dich, Arschloch! Ah! Und deswegen trägt man immer eine Schutzbrille. Pew, pew! GG, Leute! Ich höre Katzen. Hey, was zur Hölle? Wer ist das? Oh mein Gott, der Selbstjustizler! Ganz genau, der Kuhn. Und so ein kleines fettes Kind. Wo ist diese Katze? Das ist echt Qualitätsware.
So eine Katze würde direkt an den Boss gehen. Du Idiot! Du sollst ihn nicht erwähnen! Jetzt müssen wir die Scheiße umlegen! Das wird so 5 bis 10 Minuten dauern. Das ist für Scrambles, ihr Bastarde. Platz für den Kuhn! Entdeckung! Ein ausgebeulter Werkzeuggürtel ist hier der wahre Held. Dein Zug gehört jetzt Kuhn und Fred. Hilfe brauchen. Jetzt bin ich aber mal dran, Leute. Mir würdest du das nicht machen, oder? Nicht doch, es sei denn, du hast es verdient. Du bist tot! Vorsicht! Du bist geschickt mit deinen Händen, Stan. Danke, Tall Girl. Du schaffst das! Entdeckung! Ihr wisst nicht, mit was ihr es hier zu tun habt. Laut Wetterbericht hagelt Schläge. Hier, Kumpel! Das ist Teamwork! Kuhn auf der Jagd. Du bist so eine Bestie, Cartman. Immer noch hier? Geh nach Hause. Wer will was von mir? Danke, recht! So geht's! Auf sie! Nimm das! Erwischt! Ob Freedom Pal oder Kuhn Friend, ich find dich cool. Kuhn and Friend. Dann wärst du mir vielleicht doch lieber. Oh, du bist sowas von tot. Vielleicht stehe ich immer noch in Flammen. Gleich riecht's hier verbrannt. Gern geschehen. Puh. Aus dem Weg, Kuhn-Freunde. Danny ist da. Entdeckung! Alle Syndikate unter sich vereint. Die Italiener, die Russen, die Sechsklässler, alle arbeiten für ihn. Wir tun nur die Katzenpisse in die Drogen und den Alkohol. Wer ist der große Boss? Er macht das nicht mal wegen Geld, Mann. Es heißt, er will einfach nur eine Welle von Gewalt auslösen. Wow, das hört sich gruselig an. Das ist gar kein Ausdruck dafür. Und jetzt wird der Boss erfahren, dass wir gesungen haben. Wir sind tote Männer. Echt krass, Alter. Los, hier lang. Es regnet Chaos. Netter Versuch, Kuhn-Freunde. Aber jetzt seid ihr meinem Allerheiligsten gefangen.
Okay, ich wäre dann soweit, Neuer. Die Herrschaft der Ordnung ist vorüber, Kuhn und Friends. An den Chaosballwerfern kommt niemand vorbei. Wir müssen irgendwie zu der Leiter kommen. Die ganze Stadt wird brennen und Chaosfeuer wird die Welt verzehren. Das ist das Ende eurer geliebten Welt! Auf diesen Helden ist ein Kopfgeld ausgesetzt! Sau das nicht, Blödsack. Hundearsch gibt ihn Saures. Dein Zug gehört jetzt Kuhn und Friends. Zeit für Verwüstung! Ha, hi! Du hast uns Lakaien unterschätzt? Schurken zittert vor Kuhn und Friends. Frag mich, ob deine Actionfigur das auch könnte. Vielleicht mit so einer Art Sprungfeder. Du bist nichts gegen den Meister. Stirb, mickriger Menschling. Gerechtigkeit kommt ohne Anleitung. Zurück. Au! Du hast wohl heimlich an Geräten geübt. Mhm. Gerät ist ein anderes Wort für Penis. Ja, ich weiß. Humankind ist startbereit! Pew, pew. Da! Bitte sehr, Verbrennung im dritten Grades! Schlag sie für den Kuhn-Furz-Kiste! Ich geb's zu, du hast Potenzial! Augen zu, Kinder! Der Kuhn macht jetzt ein paar nicht jugendfreie Sachen! Kylo! Die Stunde des Chaos steht bevor! Du bist jetzt Chaos, Bitch! Knie nieder vor Chaos oder verwirke dein Leben! Au! Gegen Chaos bist du machtlos! Mit jeder Runde dringen wir ein bisschen tiefer, wie ein Bohrer! Du bist fällig! Davon erholt man sich nicht so schnell! Da möchte man echt in die Stratosphäre aufsteigen und diese Kotzbrocken atomisieren! So beeindruckst du vielleicht Drachen wie paar Senioren, Alter. Wow, hier unten lebt noch jemand? Warum ausgerechnet müssen es Hunde sein? Wow, in 10 Jahren bist du reif für dein Spin-off. Wer will verstümmelt werden? Ja. Feind erledigt! Dann mal los! Zeit für die Laser! Was für eine hübsche Lightshow! Lakai bereit!
Ich hab noch mehr davon. Hauen wir rein. Hiya! Selber muhaha. Au, fuck! Los, Wunderarsch! Das hast du verdient! Oh! Oh, hi, Kid! Wir kämpfen jetzt! Zug hattest du eh nicht verdient. Vorsicht, Kuhn. Das nenne ich Gerechtigkeit. Mein Werkzeug ist bereit. Hier, das hilft. Kein Vertun, ich brenne. Starterlaubnis. Gegner am Boden! Chaoszeit! Mach sie fertig, Saftsack! Ei. Oh, nicht schlecht, Neuer! No! No quiero matarte! Bist du Bluter? Na, wir werden sehen. Nimm das, Bitch. Schon Pause? Schwusch! Ei! Laseraugen gefällt mir. Dramatischer Kuhn-Move. Hier kommt der Kuhn! Jautsch! Callate los hijo, pinche gordo! Halb Drachen, halb Mensch, ganz Held! Heilung! Wurde aber auch Zeit. Dünnen wir sie aus. Ei! Ich fand's echt klasse, was meinst du? Das Böse fürchtet die Kaltlaser! Pew, pew! Steh auf, in der Arsch, wir haben gewonnen! Oh, nichts wie weg hier! Toolshed, der Richtige für jeden Job. Geschafft! Was?
mein Gott. Er will die ganze Stadt zu Lava erklären. Ihr habt es tatsächlich bis zum Ende geschafft, Coon Friends. Coon and Friends, verdammt Butters. Und jetzt wisst ihr, dass ihr zu spät kommt. Ganz South Park wird bald bedeckt sein von Lava. Stellt euch das vor, man kann nirgendwo mehr hin. Jeder muss da bleiben, wo er ist. Für immer. Lava im Park, Lava im Dairy Queen. Das ist ein absolutes Chaos. Komm raus und kämpfe wie ein Mann, Chaos. Oh, ich bin inzwischen viel mehr als nur ein Mann. Ich habe endlich genug Alufolie, um meine bisher größte Waffe zu bauen. Es geht los. Ich präsentiere den Mecha-Lakaien Chaos Supreme. Es un trabajo. Oh, fuck, Alter. Macht euch auf euer Ende gefasst, Coon Friends. Coon and Friends, jetzt reicht's. Der Wichser stirbt jetzt. Das ist euer Mecha-Untergang. Wow, das ist ein ordentliches Bauprojekt. Danke. Ach, auf den Zug hatte ich mich schon so gefreut. Ich hol mal mein Werkzeug raus. Hey Leute, nicht zu hart, okay? Das habe ich nicht mal gespürt. Du kannst auf mich zählen. Danke. Ich bin dran, ja. Verlegungsprotokoll aktiv. Hey, was geht da drüben vor sich? Flieht vor der brennenden Mecha-Lava. Totales Chaos, extra scharf. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Bereit, die fette Ausrüstung auszupacken. Todesschrauber! Ja. Die gehören meinem Dad, ich brauch sie also zurück. Auf sie, Wunderarsch! Mit Wunderarsch ist nicht zu spaßen. Hier, bitte! Gib's mir! Darf ich? Darf ich? Feuer! Raketeneinschlag in T-Minus! Oh, gleich! Chaos! Was zur Hölle war das? Chaos Supreme hat extra scharfe Soße! Eingeweiden aus. Wäre schade, wenn du hinfällst und dir wehtust. Hände, Peng, Peng! Freund und Bohr! Ah! Los geht's, Furzlord! Wunderarsch haut alles raus! Laser online! Stets bereit, hier kommt Zeit! Starte Mecha-Vernichtungszyklus! Sind meine Raketen nicht cool? Oh, los geht's! Hey, was geht da drüben vor sich? Für Chaos! Mehr Chaos! Mehr! Oh, hast du ein Aua? Lass mir keiner an mein Werkzeug gehen! Holzschlitzer! GG, Leute! Ach, meine Beine! Tienes que enviar mi cheque! Komm zurück, Lakaien! Vamos! Na gut, Leute, das war ein kleiner Rückschlag, aber keiner hält Chaos auf. Phase 2 einleiten.
Oh, Scheiße! Hau sie weg, Neuer! Au! Weiter so, dann werden wir vielleicht mal Freunde. Heas, niños, agáchense! Dein Zug gehört jetzt Kuhn und Friends. Todeslaser! Ah, alles okay, Lakaien? Darauf können wir stolz sein. Du bist das Krebsgeschwür. Ich bin der Kuhn. Ja! Oh! Quiero luchar. La curación. Auf die Lakaien. Ich arbeite nur hier. Tomar el medicamento. Hervorragende Arbeit, Lakai. Hier für dich, Arschloch. Ja. Merke, Ziel auf das Gesicht oder in den Schritt. Noch ein Feind fällt durch die Macht von Kuhn and Friends. Kein Power! Pew, pew! Oh, au, ah. Jetzt wird's lustig. Ja! Ein weiteres Opfer des Kuhn. Übrigens, ich brenne immer noch, Leute. Euer Boss verbrennt hier. Und los! Ich heile dich! Ist das keine reißfeste Folie? Raketen-Overkill! Feuer! Bereit zum Abflug! Ich bin so wütend! Darum kümmern sich meine Supreme-Mecha-Chaos-Lakaien schon. Kraft meiner Laseraugen ernenne ich dich hiermit zum Brandopfer. Kuhn am Start. Wer hat hier den Abriss bestellt? Feuer frei! Bora, die Laser verschießen sind total plausibel und cool. Ja, ja. Unterwerf diese armen Sterblichen unserem chaotischen Willen. Dios, malditos americanos! Ich bin sowas von bereit! Sind meine Raketen nicht cool? Raketeneinschlag in T minus! Oh, gleich! Ich bin drin! Okay! Pew, pew. Ja. Warnung! Schau nicht direkt in meine fucking Laseraugen! Oh, cool! Oh. Danke fürs Rumstehen wie ein Reh im Scheinwerfer. Ich brauche Wärme! Rapido! An die Arbeit! Zurück! Ja! Zum Glück habe ich mir die extra feste Alufolie gegönnt. Das läuft genau wie geplant. Das darf nicht das Ende sein! Zum Glück haben wir drei Phasen geplant. Ja! Hab einen Leserbrief für dich. Jetzt endet der Rest deines Lebens. Ja! Ja! Saubere Arbeit tun! Startklar! Wie schmeckt dir das? Da schlägt dir meine Oma härter zu. Viel härter! Jetzt bin ich wohl dran. Chaoshunde, tut eure Pflicht. Ich hab keine Kackbeutel mehr. Sorry.
Hier kommt das Chaos! Heute ist mit leichten Brisen und verstärktem Lasereinschlag zu rechnen! Keine Gnade, Leute! Eine Bilderbuchlandung! Oh, Scheiße! Bin ich jetzt endlich dran? Passt zu meinem ungebundenen Lebensstil. Ran an den Speck! Für die Freiheit und die Perls! Zeit auszupacken. Von wem hast du das ganze Geld? Butters, wach auf! Ich glaube, er ist tot, Alter. Er ist nicht tot. Wir sollten ihn lieber zur Basis bringen. Ja, kommt. Stecken wir ihn in die Zelle. In die Zelle? Oh, hört mal, es ist ziemlich spät. Ich krieg Hausarrest, wenn ich jetzt nicht gehe. Das hättest du dir vor deiner Lava-Aktion überlegen sollen. Hey, Alter! War toll, wieder mit dir zu arbeiten. Wie in alten Zeiten. Ja, aber wie gesagt, das war eine einmalige Sache. Und zwar nur, weil ich Wunderarsch was schuldig war. Komm, Toolshed, komm zurück ins Team. Würde ich ja gern, aber das Freedom Pulse-Franchise wird viel mehr Kohle machen. Falsch! Wir werden eine Milliarde Dollar verdienen. Und wir verdienen eine Basillion. Leute, denkt nach. Warum sollte jemand Butters fürs Chaos stiften bezahlen? Wer könnte das sein? Vielleicht dieser Tommy Nelson. Er war immer schon ein Arsch. Setz dich, Donnerhose. Und wenn die Person, die Butters bezahlt, gar kein Kind ist? Du arbeitest also für einen Erwachsenen? Ich sag doch, ich kenn seinen Namen nicht. Niemand kennt ihn. Er will alle Gangsterfamilien der Stadt vereinen. Er ist überall. Er hat keinen Namen, kein Gesicht. Er ändert sein Aussehen wie der Wind seine Richtung. Moment, wie war das? Er sagt, eine Revolution steht bevor. Und die Finsternis unserer Herzen wird unser Untergang sein. Ach du Scheiße. Er ist der Befreier. Er kennt die wahre Schwäche der Toleranz. Sein Kommen wird eine Flut des Chaos mit sich bringen, wie die Welt es noch nie gesehen hat. Oh mein Gott. Kann das sein? Nein, das ist unmöglich. Was ist unmöglich? Es gibt nur eine Person, von der ich weiß, dass sie sich so leicht verkleiden kann. Und diese Person könnte auch ein Motiv haben, South Park zu zerstören. Wer? Mitch Connor. Mitch Connor? Oh nein. Nein, 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 nein. Wer ist Mitch Connor? Cartmans bescheuerte Handpuppe. Du weißt, dass Connor meine Hand nur für seine Zwecke benutzt hat. Er gab sich als Jennifer Lopez aus, die Tacos und Burritos liebt. Als dann die Tarnung aufflog, wurde er verhaftet, konnte aber fliehen. Aber warum sollte er South Park zerstören? Und woher hat er die ganze Kohle? Halt's Maul, es ist nicht Mitch, scheiß fucking Connor! Bist du dir sicher? Nein, Kyle hat recht. Es kann nicht Mitch Connor sein. Connor kam bei der Explosion einer Ölplattform in Alaska um. Scheiß drauf, ich geh ins Bett! Ja, gute Idee, Humankind. Geht mal lieber nach Hause, es ist schon spät. Wir treffen uns dann morgen wieder. Nach der Schule. Und jetzt die Nachrichten, die Sie gut in den Tag bringen. Guten Morgen, South Park! Der Selbstjustizler von South Park hat wieder zugeschlagen. Diesmal in einem Meth-Labor, in einem U-Storage-Lagerhaus. Mehr dazu von einem Zwerg mit Fedora. Tom, 6 Personen wurden heute Nacht verhaftet, nachdem der Selbstjustizler ein Meth-Labor in der Lagerhalle hinter mir auffliegen ließ. Laut mehrerer Augenzeugenberichte waren die Fürze des Selbstjustizlers so fürchterlich, dass sie das Raumzeitgefüge zu zerreißen schienen. So einen Furz hast du noch nie gehört, Mann. Erst furzt er mir auf den Schwanz und dann war mein Schwanz irgendwie 20 Sekunden in der Vergangenheit. Endlich stellt sich mal jemand gegen das Verbrechen in dieser Stadt. Wenn Sie mich fragen, diese Leute haben es alle verdient, angefurzt zu werden. Ich finde, er ist eine Bedrohung. Wie lange wird es dauern, bis das Kind radikal wird und eine Schule oder Kirche hochjagt, hä? Wie lange, bis aus Captain America Captain Ideology wird? Hä? Der dritte Captain America-Film? Wie lang war das? 6 Jahre? Ungefähr 6 Jahre! Dutzende Demonstranten versammelten sich vor dem Polizeirevier, als ein Haftbefehl gegen den Selbstjustizler erlassen wurde. Die
ganze Stadt wird nicht zum Opfer maskierter Kreuzritter, die nachts herumschleichen und Leute anfurzen. Wir empfehlen allen Bürgern, sich zu bewaffnen und sich gegen diese rektale Unterdrückung zu wehren. Ja, ich bin's. Niemand weiß irgendwas über das Kind. Nicht die Rasse, nicht mal, ob's ein Junge oder ein Mädchen ist. Was sollen wir tun, Sir? Streckt einfach weiter die Drogen und den Alkohol. Ich kümmere mich drum. Dieser Deal wird langsam brenzlig. Wieso ist die Bürgermeisterin noch im Amt? Sie wollten ihre Ruhe haben, Commissioner, um das zu tun, was sie lieben. Dafür habe ich gesorgt. Bleiben Sie einfach ruhig und bald werden alle genau das kriegen, was sie wollen. Stimmt's? Ich heiße Wendy. Willkommen an unserer Schule. Das Problem, von dem Koldal erzählt hat? Es ist schlimmer. Die Handelskammer will den Selbstjustizler unbedingt loswerden. Kennst du die Klos im Park? Da will sich Koldal mit dir treffen. Jetzt gleich. Na, jedenfalls schön, dass du hier bist. Siehst du, hat sich gedreht und dann andere Klamotten an. Bescheuert! Alle Kuhnfreunde sofort zum Kuhnversteck! Wiederhole! Alle Kuhnfreunde sofort zum Kuhnversteck!